Neues T-Shirt. Geh ans Telefon. Kann man die Linse sauber machen? Nein. Hi. Guten Tag. Hi. Wieso hast du die Musik ausgemacht? Weil wegen GEMA. Scheiße. Spotify, ich bezahle dafür. Ach so. Ja. Das ist mein Account. Das ist sein Account. Ich bezahle aber auch für Spotify. Ja. Wir sind nicht diese Illegalen. Nee? Ja. Ihr seid nicht diese Illegalen? Ja, ich bin legal in Deutschland geboren. Guten Tag. Guten Tag. Albert, mein Name. Ja. Sind Sie Herr Albert? Ja, Herr Albert. Du hast aber einen geilen Nachnamen, Mann. Geht so. Miller. Miller. Mr. Miller. Ich finde den Nachnamen geil. Und ihr? Schreibt es in die Kommentare, oder was? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr den Nachnamen Miller geil findet. Ihr könnt dann auch auf Facebook enden unter Albert Miller. Nicht gut. Albert Miller. Wie heißt du auf Instagram? Ein Moment. Guck mal, ich weiß es gerade nicht. So. Einmal alle folgen. Ja. Albert 793. Genau. Lass mich fragen, lass mich raten. Lass mich fragen. Juli 1993. Richtig. Hat deine Mutter dich ausgepresst? So in etwa. So in etwa. So ungefähr. Was möchtest du wissen? Weiß ich nicht. Achso, es ist einfach so ein Video. Wie lang ist dein Bart? Hast du ein Zollstock hier? Hier nicht. Ja, wir können hier mal wiegen. Ich will mal wiegen. Viel wiegen wird da nicht. Also ich schätze mal so 8 cm. Heb ihn mal hoch. Hä? Heb ihn mal hoch. Nein. Wie sieht das denn da drunter aus? Fusch. Ich habe Läuse da drunter. Läuse? So ein Wespennest. Ja. Ein Spinnennetz ist da drunter, deswegen kann ich den nicht hoch machen. Ja. Ihr müsst hier aber aufpassen, nicht, dass ihr nachher hier das verwechselt, ne? Du machst gerade Werbung für Monster. Ist so. Das ist eh ein Werbevideo. Achso, okay. Wir werden also nicht von Monster bezahlt, ne? Also so ist es jetzt nicht. Obwohl wir jetzt jeden Tag saufen. Wie geht's euch, Leute? Geht's euch gut? Machst du noch Pizza oder so heute? Heute nicht mehr, ich habe Lasagne vorbereitet. Ah, okay. Ja. Carlos! Auch ein... Komm mal her! Komm mal her! Carlos wird morgen eingeschult. Also wann kommt das Video online? Ja, das sind wir ja diese Woche oder nächste Woche. Also auf jeden Fall, er wird entweder letzte Woche oder diese Woche eingeschult. Hi. Hi. Du wirst morgen eingeschult, Carlos. Willst du nicht mal dein Geschenk von der Chefin zeigen? Das Geschenk liegt jetzt im Auto, aber ich kann euch ein Bild zeigen, wie ich morgen zur Schule laufen werde. Das wird auch noch in das Konter eingespielt. Ja. So werde ich morgen zur Schule laufen. Mit viel Motivation und kurzen Beinen. Und wenn du bei der Schule bist, wie wirst du da dann aussehen? Wenn ich an der Schule bin, ja, dann werde ich ungefähr so aussehen. Der Kevin hat das schon unser Kurzfilm geplant. Sehr schön. Du bist ein hübsches Mädchen. Okay, ich danke dir. So, woher kommst du eigentlich ursprünglich? Das wollen, glaube ich, die meisten Leute wissen. Ursprünglich komme ich aus Kuba. Bist du legal eingewandert in Deutschland? Oder? Ja, legal. Der ist scheiß Deutscher, Alter. Der ist hier geboren. Oh, hier geboren. Ich bin nicht hier geboren. Noch eine Bananenkiste. Ich bin hier geboren. Er ist ehrlich. Ja. Und dann war er erst im Dortmunder Zoo. Genau. Nee, Hamburger Hafen. Aber. Hamburger Hafen. Er stand erstmal zwei Monate lang im Zoll rum. Warst du im Karton oder in der Kiste? Kiste. Ja. Bei uns wird hier noch alles per Hand gemacht. Das sind die, die weggeschmissen werden. Ja, wolltest du dich erst nochmal abschmecken, bevor du das jetzt zumachst? Ich kenn das schon. Probier das jedes Mal aus, bevor ich das alles anschließe. Er ist unser Verkoster hier. Ja. Ja. Also wenn ihr euer Eco-Shield auf die Haube packt, da hat er das vorher auf jeden Fall schon mal probiert. Und er ist auch jetzt von innen ist er komplett beschichtet. Ja. Wie lange hält das schon? Wie lange kalt jetzt schon alles bei dir innerlich ab? Ja, ich arbeite hier seit 2 Monaten, also circa 2 Monate. 2 Monate schon. Ja. Na, also so sieht das aus, wenn man 2 Monate lang in sich Eco-Shield drin frisst. Eco-Shield hat.
weißt, dass ich das hasse, ne? Ich weiß. Okay. Ja, so mischt man Farbpulver, ne? Pulver in Lösung bringen, in die ionisiertes Wasser einrühren und dann gibt es eine schöne schwarze Schmonze. Und wofür ist die? Für Back in Black Schwarz. Weil wir haben uns hier demokratisch dazu entschieden, dass wir aufgrund des Liquid Element Systems, was ja auf vier Farben basiert, die Farbe für Versiegelung lila halten werden, aber alle fanden die Farbe schwarz einfach so pornogeil, deswegen werden wir das Ganze jetzt in schwarz einfärben. Also für in Zukunft wird es immer so sein. Wir haben auch noch einige da in der alten Farbe. Die haben wir uns überlegt, ob wir die vielleicht zum halben Preis raushauen. Und die neuen dann, ja, da könnt ihr zum Jubiläum des 50. Quandas 10 Stück von gewinnen. Von den neuen schwarzen Back in Black. In, was haben wir denn? Viktor! Ich will kurz gucken, wo der Eber da steckt. Alle so draußen. Hä? Oh. Noch vom Hund. Ja. Ach, da hinten ist der Eber da. Was haben wir denn Back in Black aktuell? Halbe Liter, ne? Oder Liter? Also halbe und 100 haben. Ja? Würdest du 500er noch machen wollen? Toten? Vom Schwarzen? Wir haben noch ein paar. Ja? Wir haben noch eine Palette. Ja, dann machen wir ein paar 500er. Verlosen wir 10 500er. Back in Black. So tun wir das. Wir können das mal eben da reinkippen. Das ist ein geiler Effekt. Also man wird. Es dauert, bis sich das wirklich komplett schwarz färbt. So, dem Rührgerät. Wir brauchen erstmal einen konstanten Strom. So, und wenn wir den Flow da drin haben, dann können wir das da reinschüttern. Südala, geht los. Also wie ihr sehen könnt, mischt sich das nicht sofort. Das wird jetzt ungefähr so 3-4 Stunden lang homogenisiert und erst dann erreichen wir auch letztendlich die Farbe. Man kann jetzt hier nur so einen leichten Grauschleier erkennen. Das wird aber nicht die finale Farbe bleiben, sondern wir kriegen es wirklich schwarz hin. Aber wie gerade schon erwähnt, das dauert halt hier. Das hier haben wir jetzt zum Beispiel schon eine Stunde lang gerührt. Immer mal wieder ein bisschen stehen lassen, rühren, stehen lassen. Das war unser First Sample in der Richtung und auch das wird noch schwärzer. Deswegen, wir wollen euch jetzt so lange nicht vor der Kamera hier halten, beziehungsweise vor dem Monitor. Und ja, deswegen sei gesagt, ich danke euch für 50 Quandas, die ihr mit mir mitgemacht habt. Zur Jubiläumsfolge, wie gerade schon erwähnt, werden wir 10-mal das Back in Black für euch verlosen in 500 ml Flaschengröße. Und ja, das Einfachste ist, wie soll man es machen? Sollen die Leute hier drunter kommentieren einfach? Ein Kommentar, egal was. Hashtag Back in Black oder Hashtag Gewinnspiel. Ja. Einfach unten drunter kommentieren. Ich danke euch fürs Zuschauen.